Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg, grandios. Habt ihr vielleicht eine Halbzeit gebraucht, um aufzuwachen? Das war ja am Anfang ein bisschen schwierig. Es war in der Tat ein bisschen verhalten von uns, obwohl wir natürlich einen Pfostenschuss haben. Da können wir schon in Führung gehen. Trotz alledem muss man sagen, dass Schnellsen in der ersten Halbzeit fast Vorteile hatte, ja. Und nicht unverdient in Führung geht. Wir haben Spielkontrolle gehabt, auch phasenweise, aber kam nie in die gefährliche Zone oder selten. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Wir haben umgestellt, Dreierkette, und haben dann einen Mann mehr im Mittelfeld gehabt. Ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt, dass wir dann besser in Fahrt gekommen sind und dann auch verdient gewonnen haben. Was macht denn jetzt genau den Unterschied aus? Sind Sie das vielleicht sogar? Nein, das überlasse ich anderen, wer einen Unterschied ausmacht. Ich glaube, Paczynski hat heute 2 Tore gemacht. Das könnte man dann auch so auslegen, dass er den Unterschied ausmacht. Ich glaube, es ist eine gute Mannschaftsleistung gewesen im Endeffekt. Und man wird nicht umsonst Meister und Pokalsieger. Und das ist schon ein tolles Ding, was wir hingelegt haben dieses Jahr. Das haben wir uns vorgenommen. Und das ist eine Menge Arbeit hinter. Und ich glaube, das war auch verdient zum Schluss. Am Anfang wurden ja ein paar Chancen vergeben. Haben Sie denn noch daran gezweifelt, dass das wirklich klappen könnte? Ja, es gibt zweierlei Möglichkeiten. Entweder man versiebt vorne Chancen, kriegt hinten einen rein, oder aber man erspielt sich weitere. Und das Letztere war nicht der Fall. In der ersten Halbzeit haben wir tatsächlich dann auch einiges zugelassen. Und trotz alledem gezweifelt habe ich nicht. Wir wissen, was wir können. Wir sind seit November haben wir ein Spiel verloren. Und deshalb ist die Mannschaft gefestigt. Und die kann auch mit 0-1 in die Pause gehen und das Spiel drehen. Wovon wird jetzt geträumt im Hinblick auf den DFB-Pokal? Ja klar, jede Mannschaft, die den OZ-Pokal gewinnt, träumt von einem großen Namen, und das tun wir auch, und wir freuen uns auf die Auslosung, und jetzt wird heute Abend auf jeden Fall ordentlich gefeiert, weil wir konnten vor einer Woche gar nicht feiern, als wir Meister geworden sind, weil wir natürlich uns vorbereitet haben auf dieses Spiel auch, und jetzt lassen wir es zuerst ordentlich krachen und dann freuen wir uns auf die Auslosung. Ja, dann vielen Dank und viel Spaß heute.